Das Wichtigste ist, dass die Mission oder die Arbeit nicht erfüllt wurde, die letzten zwei Jahre. Die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, wurden nicht erfüllt. Und ich werde natürlich alles dafür geben, dass wir in den nächsten zwei Jahren das, was wir vermasselt haben, wieder gut machen. Das nennt man wohl Ansage. Anton Gavel will noch was gut machen. Dafür schuftet er selbst im Juli täglich. Hallenluft statt Meeresbrise, Audidome statt Liegestuhl. Ich werde auf jeden Fall diesen ganzen Juli hier sein, also tagtäglich hier in der Halle oder unten oder wo auch immer, und werde so eine Vorbereitung machen und dann, wie gesagt, damit nächstes Jahr alles besser läuft wie die letzten zwei Jahre. Der Audidome also zwei weitere Jahre, die Heimat von Tonno bis 2018, die 25 mit festem Platz in der Bayern-Kabine, der Musterprofi geht wie gewohnt beispielhaft voran, denn in Zukunft will er Titel nach München holen, die Stadt längst zur Heimat geworden. Ja, ich fühle mich wohl natürlich hier, klar, deswegen habe ich mich auch entschieden, hier zu bleiben. Eine gute Entscheidung finden wir auf zwei weitere Jahre an Ort und Stelle.